Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Competition-Rennen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, denn heute gibt es wieder die volle Dröhnung hier. 60 Minuten mal wieder auf Sandford. Ich kann mir das leider nicht aussuchen. Das ist immer random. Und ja, so wie es der Zufall will, sind wir heute schon wieder auf Sandford unterwegs. Aber das wird hier wieder, wie gesagt, die volle Dröhnung, die volle Action. Denn ja, Sandford ist bekannt für enges Racing mit sehr, sehr schwerem Überholen. Oder sehr, sehr schweren Überholmöglichkeiten. Ja, und das ziehen wir uns heute hier rein. Und ich weiß, Freunde, ihr habt mega Bock da drauf. Ich habe mega Bock da drauf. Deswegen springen wir hier direkt zum Rennstart. Ja, und wir starten hier heute von dem 9. Platz. Ich hatte leider vergessen, das Qualifying aufzunehmen. Aber war jetzt auch nicht sonderlich spektakulär. Keine perfekte Runde hinbekommen. Sonst würden wir nicht auf dem 9. Platz stehen. Und wir warten hier, bis die Lämpchen auf grün springen. Und es geht los. Eine Stunde Sandford, eine Stunde. Mega die Action, hier werden schon die Warnblinkleuchten angemacht. Aus Angst vor Turn 1 sozusagen. Wir sind hier ganz außen. Das ist auf jeden Fall riskant, wenn ihr mal in einer irgendwie weit geht oder sich wegdreht oder so. Aber wir können uns hier neben den Ferrari setzen. Sind hier aber außen für diese Rechtskurve. Aber er zieht da so ein bisschen zurück. Da hatte ich ein bisschen schneller reinlaufen lassen. Und hier, ja, konnte ich mich letztendlich dann durchsetzen, weil wir hier links innen waren. Ja, und da haben wir, glaube ich, schon mal zwei Positionen gut gemacht. Den Porsche und den Ferrari haben wir da gesnackt. Was schon mal richtig, richtig gut ist, weil man weiß ja, hier auf Sandford ist es mega, mega schwer zu überholen. Das werden wir jetzt uns die nächsten 60 Minuten, ich warne euch nur schon mal vor, Leute, das werden wir uns jetzt reinziehen. Ja, und generell, ihr habt das ja in den letzten Sandford-Rennen auch schon gesehen, mega anstrengend. Du musst sehr präzise fahren, genau in diesen Passagen hier, damit du da nicht auf die Wiese kommst und einen Abgang machst. Denn gerade in diesen schnellen Passagen bricht dir das ja sofort das Genick sozusagen. Und ja, hier hat sich erstmal scheinbar alles sortiert. Nach vorne, ja, haben wir ein bisschen Sicherheitsabstand, nach hinten ein bisschen Sicherheitsabstand. Und so kann man doch erstmal zumindest hier die ersten paar Sekunden durchatmen. Weil die Startphase, da musst du echt immer die Luft anhalten. Vor allem, wenn du ja auch noch so dieses gewisse extra Risiko gehen willst, um ja die eine oder andere Position gut zu machen. Und das wollte ich hier definitiv, das hat sich auch ausgezahlt. So, aber die erste Runde haben wir hier absolviert. Und mal schauen, wie viel Druck wir hier ausüben können nach vorne. Oder wie viel Druck wir auch von hinten bekommen, das weiß man ja auch noch nicht. Aber wie gesagt, das Qualifying, das lief nicht optimal. Das heißt, da war definitiv noch was drin. Und das war auch so meine Hoffnung fürs Rennen, dass wir hier vielleicht sogar relativ deutlich schneller waren als die direkten Kollegen vor uns. Ja, und wie gesagt, hier auf Sandford, wenn du deutlich schneller bist, kannst du überall überholen. Aber wenn du nur minimal schneller bist, wird es hier sehr, sehr schwierig, wenn dein Vordermann keinen Fehler macht. Aber in einem 1-Stunden-Rennen hast du eigentlich ja zwangsläufig irgendwo irgendwelche Fehler, die jemand macht. Die Frage ist, wie groß diese Fehler werden und ob wir uns die zunutze machen können. So, aber es hat sich hier sehr schön alles erstmal einsortiert. Keine Attacken von hinten, vor uns wird auch nicht attackiert. Zumindest noch nicht. Und das finde ich dann auch erstmal relativ angenehm. Und das hast du in den meisten Rennen nicht, dass die Leute erstmal abwarten und erstmal so ein bisschen in den Rhythmus kommen wollen. Du hast, oder du kennst das normalerweise von den meisten Rennen, dass immer nur attackiert wird, egal ob ein Rennen 10 Minuten, 30 Minuten oder ja 60 Minuten geht. Deswegen fand ich das hier schon sehr, sehr angenehm, wenn man es angenehm nennen kann, weil der Druck ist natürlich sowieso immer da, keinen Fehler zu machen. Unsere erste gezeitete Runde war in 1:37,8. Die Gripverhältnisse waren nicht optimal. Ich weiß gar nicht, ob die Strecke jetzt hier auf grün oder auf schnell war. Oh, hier hat sich der AMG ein bisschen vertan, aber da kannst du hier innen natürlich nicht reinstechen. Da war viel zu wenig Platz. Und genau das ist das Ding hier auf Sandford. Du hast zu wenig Platz einfach. Du hast zu wenig Platz. Du musst dich wahrscheinlich zwangsläufig irgendwo zwischenquetschen und da wird es dann immer sehr, sehr eng. Und ja, du willst natürlich auch hier nichts riskieren, vor allem in der Anfangsphase. Und der Ferrari hinter uns kommt hier auch schon durch diesen kleinen Fehler von dem AMG vorhin in dieser engen Linkskurve.
ist direkt der Ferrari hinter uns dran. Das war der, den wir ganz am Anfang hier überholt hatten. Oh, hier wird es sehr, sehr eng. Vielleicht können wir hier schon die erste Attacke jetzt riskieren, aber hier macht er innen zu. Und das werden wir auch noch häufiger im Laufe des Rennens sehen. Da kannst du dich nämlich sehr, sehr gut daneben setzen, wenn du davor die Rechtskurven nicht gut positioniert hast und dicht dran bist. Das Ding ist nur, wenn der Kollege vor ihm zumacht, ja, dann wird es schwierig außenrum. Aber wie gesagt, das Qualifying war nicht optimal. Vielleicht kann ich ja hier so viel Druck aufbauen auf die Leute vor mir, dass wir die Kollegen hier in einen Fehler treiben. Und hier die letzte Kurve auch sehr, sehr schwierig gewesen mit diesen Gripverhältnissen. Da konnte ich nie voll gehen. Und im Laufe des Rennens wurde das auch immer schwieriger, das werden wir auch noch sehen. Ja, dass der Grip da immer weiter abgebaut hat, die Reifen natürlich auch abgebaut haben. Wir machen hier den ersten kleinen Sprung von 5 Minuten und ihr seht, es ist eigentlich alles genauso wie vorher. Also das war wirklich ein Warten auf kleinste minimale Fehler, genauso wie hier von einem Kollegen. Aber wie gesagt, du kannst hier die Fehler einfach nicht ausnutzen in diesen engen Passagen. Du musst zwangsläufig bremsen und kannst da nicht mal eben ja, dich reinquetschen oder innen oder außen vorbei. Und das ist das große Problem hier. So, aber nach vorne hat sich schon eine Lücke aufgetan. Und das war so dieses Zeichen, wo ich mir dachte, okay, du könntest eigentlich von deiner Speed her, von deiner Pace her, vorne mit dranbleiben. Allerdings, ja, hast du deine beiden Kollegen hier vor dir, im Audi und im AMG. Und da musst du dann, ob du es willst oder nicht, irgendwann vorbei. Und das Ding ist auch, wir haben hier keinen Boxenstopp. Das heißt, du kannst da auch nicht mit, ja, taktischen Finessen, sag ich mal, irgendwie versuchen, einen Undercut oder einen Overcut zu machen. Und da musst du wirklich extrem starke Nerven haben und wirklich die Ruhe bewahren. Denn ich kenne das selber, wenn du da nervös wirst, dann machst du im Endeffekt nur dumme Fehler hinterher. Hier können wir auch deutlich später auf die Bremse. Ja, und da musst du dich dann natürlich auch zwangsläufig anpassen an deine Leute vor dir. Du musst früher bremsen, du musst ja manchmal die Lenkung ein bisschen aufmachen, musst plötzlich vom Gas gehen oder so. Und das kostet dich alles extrem viel Zeit, weil du einfach nicht deinen Rhythmus fahren kannst. Also das muss man auch erstmal üben, wenn man da Leute vor sich hat, die nicht langsam sind, aber die einfach einen anderen Rhythmus fahren, eine andere Linie fahren. Und somit kannst du im Endeffekt auch nicht deine Linie fahren. Hier in Turn 1 war ich generell auch immer ein bisschen besser beim Reinbremsen, beim Durchrollen, also in dieser Rollphase. So, aber wir können hier definitiv Druck machen. Der sieht uns natürlich auch die ganze Zeit entweder in der Helicorsa-App oder ja im Rückspiegel. Vor allem auch hier diese schnellen Rechtskurven. Wie gesagt, da hast du ja eine richtig krasse Belastung auf den linken Reifen. Und das hast du im Laufe des Rennens richtig krass gemerkt. Ihr seht es auch, die sind immer ja schon so in Richtung Gelb-Orange färben, die sich teilweise. Und das ist dann auch kein Vorteil, wenn du dann auch keinen Boxenstopp hast. Aber da müssen sie alle mit klarkommen. Das ist ja das Gute in dem Fall. Die Frage ist nur, wer kommt am besten mit den Umständen klar? Bei wem bauen die Reifen am schnellsten ab? Oder wer hat das beste Reifenmanagement? Weil in diesen Rennen zählt auch genau sowas. Also das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten und nicht vernachlässigen. Hier schon sehr aggressiv gewesen. Und immer auf einen kleinen Fehler gehofft. Da musst du manchmal auch so ein bisschen antizipieren, dich ein bisschen andeuten, damit er vielleicht die Lenkung aufmacht. Auch wenn ich das hasse, wenn das einer bei mir macht. Wenn zum Beispiel ja, jemand sich andeutet, du denkst, er sticht rein, aber zieht dann trotzdem zurück. Aber du machst die Lenkung auf. Ja, und dadurch kann er dich im Endeffekt erst überholen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ja, und da denke ich mir doch, ja, Junge, entweder alles oder nichts. Ne? Nicht erst andeuten, dann nicht überholen. Aber durch meinen Fehler, den ich dann gemacht habe, weil ich die Lenkung aufgemacht habe, ja, hast du mich dann doch überholt. Hier sind wir auch wieder extrem nah dran. Im Rückspiegel der Ferrari wird auch gefühlt immer größer. Und der Audi vorne kann sich Stück für Stück auch hier absetzen. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass der AMG hier vor uns ja, doch gerade ein bisschen struggled von seiner Pace her. Hier musst du auch extrem aufpassen, dass du hier nicht links auf die Wiese kommst, wenn du da zu schnell durch diesen Rechtsknick laufen lässt.
Da kann dir das schnell passieren. Ja, und dann bist du sofort weg. Da hast du dann meistens gar keine Chance, weil du musst direkt wieder für diese Rechtskurve dann nochmal anbremsen und da musst du entweder ganz, ganz schnell von der Wiese wieder runter oder du machst halt einen Abgang. So, und hier war ich jetzt sehr, sehr spät auf der Bremse, fast schon ein bisschen zu spät. Und das sind dann genau diese, ja, kleinen Fehler, die sich dann auch bei mir einschleichen. Weil, wie gesagt, du wirst irgendwann ungeduldig. Selbst der beste Rennfahrer mit den stärksten Nerven, wenn der die ganze Zeit hinter einem festhängt und er weiß, er kann schneller, selbst der will irgendwann vorbei und wird ungeduldig. So, und wir machen hier nochmal den nächsten Cut. Nämlich hier habe ich mich jetzt sehr, sehr gut positioniert und kam zum ersten Mal in eine sehr, sehr gute Angriffsposition. Denn hier bin ich besser durchgekommen und hier in dieser Rechtskurve hat er einen kleinen Fehler gemacht. Minimal verbremst und das heißt, hier war ich jetzt extrem nah dran, wollte erst hier außen rum, dachte dann aber, ich gehe nach innen und hier zieht er auch nach innen. Wollte sich im letzten Moment verteidigen und das ist sehr, sehr gefährlich, wenn, ja, du dich als Vordermann, ihr macht auch die Warnblinker an. Ich habe keine Ahnung, weil, ja, ich war da mit einem deutlichen Überschuss unterwegs und wenn er da im letzten Moment noch nach innen zieht, ja, das konnte ich auch nicht ahnen, weil es sah für mich erst so aus, als ob er seine normale Linie hält und dann im letzten Moment zieht er nochmal nach innen. Ja, und da wurde es sehr, sehr eng, bin ich kurz auf die Wiese gekommen und da kannst du auch einem ruckzuck mal hinten reinballern. Und dann, ja, hat keiner was gewonnen im Endeffekt. Gut, das war aber jetzt schon mal die erste brenzliche Situation hier. Die erste Möglichkeit zu überholen. Aber ihr seht es, also wenn da noch einer verteidigt, dann hast du so gut wie keine Chance hier zu überholen. Das habe ich jetzt gefühlt schon tausendmal gesagt hier auf Sandford. Aber ich wollte es im Endeffekt trotzdem irgendwie versuchen, weil ich dachte mir die ganze Zeit, ey, es kann doch nicht sein, dass du hier die ganze Zeit festhängst. Mittlerweile sind es jetzt fast schon 20 Minuten, die wir hier hinter dem AMG sind. Gut, aber auch das ist für alle gleich. Vielleicht muss ich da insgesamt auch noch so ein bisschen aggressiver werden, mir das noch ein bisschen besser antrainieren. Hier machen wir nochmal den nächsten Cut. Und wir sind exakt, man kann quasi eine Schablone drüber legen, in genau der gleichen Position wie die letzten 25 Minuten. Hier auf der Bremse wieder extrem stark. Das bringt dir nur alles nichts. Du kommst nur ran, aber nicht vorbei. Und hier genau dieser Curb. Da musst du aufpassen, dass das Auto da nicht aufsetzt. Beziehungsweise wenn es aufsetzt, dann drehst du dich ruckzuck hier raus. Und da wird das alles sehr, sehr ekelhaft. So, hier die letzte Kurve wieder. Da bin ich dann im Laufe des Rennens auch immer weiter rausgekommen. Und du willst natürlich hier am Ende der Start und Ziel eine möglichst gute Angriffsposition haben und willst da kein Gas rausnehmen in der letzten Kurve. Ja, deshalb kommt man da ab und zu schon mal ein bisschen weiter raus. Darfst du es natürlich auch nicht übertreiben, weil sonst hängst du da in der Mauer. Hier auch kleiner Fehler in den Curb kurz getroffen. Hier auch weit gegangen und ja, da habe ich einen leichten Slide gehabt, in den Curb dann getroffen und da haben wir extrem viel Zeit jetzt verloren hier am Exit. Aber der Ferrari hinter uns kann uns hier zum Glück auch noch nicht überholen. Der ist aber immer noch in unserem Rückspiegel zu sehen, also da durfte ich mir auch nicht so viele Fehler hier erlauben. Also du musstest da die ganze Zeit nach vorne, aber auch nach hinten dich konzentrieren. Weil nicht, dass da auf einmal ja ein Überraschungsangriff kommt. Weil das muss ich teilweise auch noch lernen, mich da besser zu verteidigen. Oder beziehungsweise das muss man generell im Simracing auch lernen. Weil du wirst immer irgendwo in eine Situation kommen, wo ja schnellere Leute hinter dir sind. Und dann musst du es einfach intelligent lösen, wenn du vor allem auch in den letzten Runden unterwegs bist und die Position noch verteidigen willst. So, und jetzt auch hier wieder ein kleiner Fehler von dem AMG. Da hat er die Linie auch nicht perfekt getroffen. Musste hier ein bisschen weit gehen. Das heißt, für uns, wir kommen wieder sehr nah dran. Können wir diesmal irgendwo hier vorbeigehen. Aber ihr seht es, hier rechts könnte man eventuell noch rein, aber da wäre es jetzt auch zu eng gewesen. Und hier links, seht ihr es, er macht direkt wieder zu, weiß direkt, okay, der hat hier einen leichten Überschuss, er sieht mich natürlich auch im Rückspiegel. Und ja, jetzt komme ich hier aus dieser Kurve nicht optimal raus, beziehungsweise der AMG hat natürlich auch ein bisschen mehr Bums unter der Haube, ist auf der Geraden ein bisschen schneller. Und das reicht schon für diese kurze Zwischengerade, um sich da zu verteidigen. Ja, und das ist das Ding, wenn du mit dem Porsche in den Kurven
ja richtig gut bist, aber auf den Geraden tendenziell immer ein bisschen verlierst, da kannst du dich in noch so eine gute Position bringen in den Kurven. Auf der Geraden kommst du einfach nicht vorbei. Und genau das wurde mir jetzt auch zum Verhängnis. Und ich habe es gerade noch gesagt, Leute, die letzte Kurve, die kann dir da auch nochmal ruckzuck das Genick brechen. Wenn du da so durchfährst, beziehungsweise dann so einen Exit nimmst, komplett auf der Wiese. Und da habe ich die Karre auch schon mal verloren, weil ich da links die Mauer touchiert habe. Das wäre jetzt der Super-GAU hier. Hier der nächste Fehler. Aber hier kommt er dann, ja, weil er von so weit außen Schwung genommen hat, unfreiwillig wahrscheinlich, kommt er jetzt hier mit mehr Schwung raus. Ja, und ich würde sagen, die erste halbe Stunde ist gleich schon rum, Leute. Und ja, ich glaube, ihr habt euch schon so langsam an das AMG-Heck hier vor uns gewöhnt. Und ja, mal gucken, ob das die nächste halbe Stunde jetzt hier noch so bleiben wird oder ob wir noch irgendwo einen Weg dran vorbeifinden an dem Kollegen. Man weiß es nicht, wir werden es erfahren. Oder ob wir vielleicht sogar noch von hinten attackiert werden. Ja, lasst euch überraschen. Weil es ist im Endeffekt auch ein, ja, ein Ausdauerrennen, weil du brauchst wirklich extrem hohe Konzentration hier auf Sandford. Wie gesagt, du musst nur einmal kurz in irgendeiner Anbremsphase, in irgendeiner schnellen Kurve auf die Wiese kommen und du bist direkt weg. Deswegen ist das hier noch lange nicht verloren. Ich würde sogar sagen, selbst ein Podium, wenn alles perfekt läuft, ist bei solchen Rennen noch drin, weil ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt. Zum Schluss, ja, dann werden alle nochmal ein bisschen aggressiver und riskieren nochmal ein bisschen mehr, um eine Position zu gewinnen und so. Und da passieren dann nochmal mehr Fehler. Ja, aber wir warten hier mal ab. Unsere schnellste Runde ist bisher hier eine 1,37,5. Ist nicht sonderlich schnell, aber wie gesagt, das liegt auch an den Gripverhältnissen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Grad wir hier hatten. Ich glaube, es war auch ziemlich heiß. Das heißt, du hast da auch nochmal, ja, eine richtig krasse Beanspruchung für die Reifen. Alles nicht optimal. Weil normalerweise kannst du hier, ja, wenn du gut drauf bist, auch 1,35er Zeiten im Rennen fahren. Aber zumindest 1,36er niedrige. So, aber wann kommt hier der nächste Fehler? Vielleicht sogar von dem Audi. Vielleicht von dem AMG, vielleicht auch von mir. Das kann jederzeit passieren. Aber ihr seht, es ist immer so ein paar Zentimeter, war ich da näher am Scheitelpunkt dran. Und durch dieses Verteidigen verlieren wir auch beide richtig viel Zeit, weil er kommt dann hier nicht so gut durch die Kurve durch, weil er die nicht perfekt angefahren hat, durch seine Verteidigungslinie. Ja, und ich komme da dementsprechend dann auch nicht so gut raus. Und genau dadurch verlierst du so viel Zeit. Und das nagt einfach richtig krass an deinen Nerven. Da brauchst du einen Geduldsfaden aus Stahl. Oder, ja, man sagt ja eigentlich Nerven aus Stahl. So, hier die letzte Kurve. Wieder starkes Untersteuern gehabt und schon wieder fast in die Mauer reingeballert. Ja, da sollte ich jetzt mal, oder da habe ich mir gedacht, ich schraube jetzt mal ein bisschen zurück in der letzten Kurve, weil das sollte man nicht zu oft machen. Vor allem, wenn du über die Wiese fährst, da hast du auch häufiger mal so richtig krasse Bodenwellen mit drin und so. Ja, und wenn dir dann das Auto da nochmal richtig krass versetzt oder so, dann ist es vorbei. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, weil dieses enge Racing, auch wenn du gerade keine Überholmanöver hast, es ist wirklich extrem spannend und macht extrem viel Spaß, aber gleichzeitig ist es auch eine richtig krasse Anspannung. Also ich bin nach dem Rennen immer richtig fertig, auch wenn das nur 60 Minuten sind. Es gibt ja auch Endurance-Rennen, habt ihr ja auch schon mal gesehen, die dann 2 Stunden gehen oder noch länger gehen. Ey, aber nach diesen 60 Minuten so intensivem Racing, du bist fertig. Du bist einfach fertig. Und ich bin danach auch immer richtig am Schwitzen. Also meine Nerven sind dann komplett am Ende nach diesem Rennen und je nachdem wie das Rennen läuft, bin ich dann manchmal auch ja wirklich, wirklich angepisst, je nachdem ja was du halt erlebt hast in dem Rennen. Das hatte ich auch schon oft. Dann hast du direkt nach dem Rennen wirklich gar keinen Bock mehr auf gar nichts und da willst du von niemandem etwas wissen und denkst dir so, ja, komm erstmal wieder runter. Aber so ist das dann nach einer Stunde oder so, dann ist auch wieder alles gut in den meisten Fällen.
Das hatte ich zum Beispiel auch nach dem Endurance-Rennen, was ich hier auch auf meinem Kanal mal hochgeladen hatte, von der abgefahrenen Community. Die hatten ja diese, oder die haben ja so eine Endurance-Liga. Auch nochmal liebe Grüße, falls ihr einer von euch zuschaut. Eine richtig geile Sache. Und ja, da war ich als Gaststarter mit unterwegs. Ja, und es lief eigentlich gar nicht schlecht die erste Stunde, bis ich dann einen dummen Fehler gemacht hatte. Dann bin ich eingeschlagen in der Wand und ja, hatte dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, 15, 16 Sekunden Schaden oder so. Gut, dann bin ich an die Box gegangen und hatte mir auch, ja, oder ich wollte mir eigentlich frische Reifen draufziehen lassen, den Schaden reparieren lassen und so weiter. Ja, aber mir wurde dann keine neuen Reifen draufgezogen und ja, dann bin ich einfach 2 Stunden mit den gleichen Reifen durchgefahren und bin dementsprechend dann, ja, richtig weit zurückgefallen. Da war ich auch mega angepisst, weil ich hatte von vornherein den Boxenstopp eigentlich schon eingestellt, alles war vorbereitet. Aber das Spiel wollte mir dann hier einen Streich spielen und ja, hat mir dann einfach mal gebrauchte Reifen draufgezogen. Kann man ja mal so machen. Und da muss ich auch erstmal nach dem Rennen erstmal so eine Stunde erstmal für mich allein sein. Ne? Gut, aber das mal nur so am Rande. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare gerne schreiben, wenn ihr Bock oder mehr Bock auf Endurance-Rennen habt oder eher auf Competition-Rennen oder beides. Also ich denke, beides ist sowieso die beste Wahl, auch hier wieder den Körb mitgenommen. Don't do this. Ja, aber ich denke mal, die Mischung wird es dann im Endeffekt machen. Also ich werde mir doch schon was Gutes überlegen. Ich denke mal, ein Hauptteil werden hier diese Competition-Rennen sein, dann ab und zu mal ein Endurance-Rennen und ja, vielleicht auch mal hier und da wieder auf dem Public-Server oder so. Aber hier gucken wir erstmal auf den AMG, denn der geht hier sehr, sehr weit in der ersten Kurve. Da können wir aber wieder nicht genug Schwung mit, oder waren diesmal auch nicht nah genug dran, um davon zu profitieren. Ja, und das kommt dann auch noch dazu. Wenn sie mal einen Fehler machen, dann bist du gerade, ja, leider zu weit weg, wie in dem Fall. Aber das wird hier nicht der letzte Fehler gewesen sein. Auch wenn es bisher nur kleine Fehler waren, irgendwann profitierst du davon. Du musst nur lang genug warten. Die Frage ist, ob die eine Stunde dazu ausreicht oder ob wir aufs nächste Competition-Rennen warten müssen. So, aber hier wieder extrem nah dran. Hier wieder auf der Bremse stärker. Wieder gleiches Spiel wie die letzten Runden davor. Er hat wirklich immer instant die Linie zugemacht. Aber weiter Konzentration, Konzentration. Am besten kannst du eigentlich deine Konzentration aufrechterhalten, wenn du dich versuchst, klar einerseits zu fokussieren, aber andererseits auch dich nicht oder dir nicht zu viele Gedanken zu machen. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber wenn man beispielsweise an irgendwas ganz Willkürliches denkt, an, keine Ahnung, was mache ich morgen, mir zum Mittagessen oder keine Ahnung was, dass du einfach, ihr kennt das ja, wenn man beispielsweise ja, Auto fährt und man weiß gar nicht, wie man die letzten 10 Minuten irgendwie Auto gefahren ist, weil man mit dem Kopf die ganze Zeit woanders war, aber man hat es automatisch die ganze Zeit gemacht. Und genau so sollte man das eigentlich auch, ja, in einem Rennen machen, wenn man konstant die ganze Zeit fahren will. Klar, du musst dich natürlich auch konzentrieren, was vor dir passiert. So wie hier zum Beispiel, das sollte man nicht tun, am Exit da auf die Wiese kommen. Aber ihr wisst, was ich meine, dass man quasi diese Automatismen einfach ablaufen lässt, weil wenn man hier gefühlt, keine Ahnung, 1000 Runden auf Sandford schon unterwegs war oder so, dann hast du einfach die Lenkbewegung, die Bremspunkte, ja, die ganzen Schaltvorgänge, alles drin. Und hier macht der Audi einen Abgang genau an der Stelle, die ich immer wieder erwähnt habe hier auf Sandford. Wenn du da auf die Wiese kommst, dann bist du weg. Wir haben es jetzt live mitbekommen und ich habe es gesagt, Leute, die Fehler, die passieren zu 100%. Mal kleiner, mal größer. In dem Fall war es ein größerer Fehler. Aber wir haben mit dem 6. Platz jetzt ergattert. So, aber wir springen schon gleich in die letzten 10 Minuten rein, Freunde. Und ihr seht es, vor uns ist jetzt nicht nur ein AMG, sondern auch ein Lambo. Und zwar ist der McLaren auf der 4. Position ein bisschen weiter zurückgefallen. Der hat wahrscheinlich auch mit den Reifen angefangen zu strugglen und
Ja, wir haben deutlich auf den aufgeholt. Der hat hier und da auch dicke Fehler gemacht. Und da wurde es jetzt auch wirklich entscheidend mit den Reifen, weil du hast es jetzt wirklich extrem gemerkt. Hier habt ihr es auch gesehen. Du hast immer mehr so ein Rutschen bekommen in den Kurven. Musstest dich darauf einstellen, konntest nicht mehr so schnell reinrollen lassen in die Kurven. Und hinter uns, 0,3 Sekunden, ist auch wieder der Ferrari dran. Und dahinter, 1,1 Sekunden, der Radke im Audi. Das heißt, es hat sich jetzt zum Schluss die letzten 10 Minuten nochmal alles richtig krass zusammengeschoben. Und vor uns der Lambo, der hatte hier auch schon wieder einen dicken Quersteher. Und ich werde jetzt, glaube ich, einfach mal 5 Minuten ruhig sein. Ich werde den Sound aufdrehen. Und ich hoffe, ihr könnt diese Intensität einfach spüren. Ja, wie man hier die ganze Zeit so am Limit unterwegs ist. Wie man, ja, mitgefiebert hat. Wie man sich hier und da noch gepusht hat. Wie man ans Limit gegangen ist und so weiter. Deswegen, wir hören uns, ja, ich sag mal, die letzten 5 Minuten auf jeden Fall nochmal. There's a car, stick mid lane.
So, Freunde, da bin ich wieder. Und ja, es ist einfach sowas von unfassbar nervenaufreibend hier gewesen, dieses Competition-Rennen auf Sandford. Generell, also ich habe das Gefühl, alle Sandford-Rennen, die ich bis jetzt hier hatte, ja, die hatten einfach so diese ultimative nervliche Belastung, diese Geduldsprobe. Und ihr seht es, es schleichen sich immer mehr Fehler ein. Ich kann nicht von, oder ich konnte jetzt bis jetzt noch nicht davon profitieren. Das ist das große Problem gewesen, weil da vorne fährt einfach der vierte Platz rum. Und dann ist das Podium auch nicht mehr weit. Wie gesagt, zum Schluss, da wird sich zeigen, wer am besten mit seinen Reifen hier gemanagt hat. Da wird sich zeigen, wer noch die meiste Konzentration und die meisten Reserven hat. Ja, und wir starten jetzt hier gleich in die letzten 3 Minuten rein. Hier wieder ein Fehler von dem LHG vor uns. Aber der hat es auch wirklich extrem, extrem gut und klug gemacht hier. Mit seiner Verteidigungslinie. Also Respekt, dass ja, man hier fast eine Stunde durchhält. Mit so einem Druck von hinten im Endeffekt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so einen Druck von hinten irgendwie wahrgenommen, weil ich mich die ganze Zeit nach vorne konzentriert habe. Ich hatte ja auch früher öfter mal den, oder generell den Rückspiegel ausgemacht, weil, ja, einfach aus psychischen Gründen, weil ich dachte, okay, dann guckst du in meinen Rückspiegel und konzentrierst dich zu viel auf das, was hinter dir passiert. Aber ich habe in diesem Rennen, ehrlich gesagt, fast gar nicht den Rückspiegel wahrgenommen. Hier sind wir jetzt wieder direkt an seiner Stoßstange hier dran. Wird das noch was, Freunde? Wird das noch was mit dem fünften, vierten, vielleicht auch mit gar keinem von den Plätzen, oder wir schießen uns noch die letzten paar Minuten hier ab oder so? Es ist auf jeden Fall noch alles möglich. Es kann auch alles passieren. 2 Minuten noch auf der Uhr gleich. Das heißt, das müsste jetzt hier unsere vorletzte Runde sein. Seht ihr nochmal irgendwo einen Fehler? Wir müssen weiter Druck machen bis zum bitteren Ende hier, Freunde. Und ich habe wirklich kein bisschen Risiko rausgenommen. Ihr seht es, im Gegenteil, ich habe da nochmal riskiert zum Schluss. Leichten Rutscher gehabt. Oh, und wen sehen wir da vorne? Das ist der Kramarski Porsche. Das ist sogar der dritte Platz, den wir jetzt da vorne sehen. Das heißt, wird das hier sogar nochmal ein Kampf ums Podium ganz zum Schluss? Zumindest haben wir den Kampf ums Podium dann direkt vor uns. Und wir, ja, können uns das hier mit reinziehen. Und wenn sich vielleicht sogar alle abschießen, ja, dann können wir davon noch profitieren. Hier ein dicker Fehler von uns gewesen. Da hat mich der Körb mal komplett mit nach außen gezogen. So, und das war natürlich jetzt ein sehr, sehr dummer Fehler, weil es geht hier in die letzte Runde. Und durch diesen Fehler haben wir mal locker eine halbe Sekunde verloren. Das heißt, jetzt müssen wir uns hier wieder rankämpfen, damit wir vielleicht nochmal in einer Angriffsposition sind für die letzte Runde. Ja, aber nach hinten haben wir zumindest mal Ruhe. Wir können uns jetzt hier komplett nach vorne konzentrieren. Aber ich habe jetzt hier wirklich all in alles riskiert. Denkt dran hier, die Reifen, die sind nicht mehr im optimalen Zustand. Die haben schon sehr stark abgebaut. Und ich habe hier im ersten Sektor ja fast 1,5 Zehntel schon gut gemacht auf meine Bestzeit bisher. Und die sind wir, glaube ich, relativ am Anfang des Rennens gefahren. Schön eng gehalten hier die Kurve. Sehr, sehr gut gekriegt. Über 2 Zehntel im Delta. Also zum Schluss hat nochmal alles gepasst hier in der letzten Runde. Frage ist, finden wir die Lücke jetzt hier nochmal? Sehr spät hier auf der Bremse gewesen. Da vorne spitzt es sich auch zu mit dem Lambo und dem Porsche. Hier macht er jetzt einen dicken Fehler. Ich bin auch ein bisschen zu spät dran, aber kann hier früh aufs Gas gehen. Da hat er nochmal leicht einen Quersteher gehabt am Ausgang der Kurve. So, und jetzt sind wir so nah dran, wie eigentlich noch gar nicht in dem ganzen Rennen. Die Frage ist, wo können wir jetzt hier vorbei? Er macht hier innen natürlich die Linie wieder zu. Ich bin hier spät auf der Bremse und kriegen hier einen leichten Hit von der rechten Seite. Ja, das war jetzt wieder, ich weiß es nicht, ob wir da jetzt zu konservativ unterwegs waren oder ob er da einfach zu aggressiv unterwegs war. Keine Ahnung, ich wollte auf jeden Fall schneller reinlaufen lassen und dann für diese enge Linkskurve innen sein, aber da hat er uns leicht berührt. Dadurch sind wir weit gegangen. Ja, Freunde, meine Stimme, sorry,
Meine Stimme ist jetzt auch absolut hier am Ende von dem Kommentieren. Ja, das war wirklich ein Rennen wieder absolut am Limit und ich hoffe, euch hat das gefallen, diese Intensität. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen hier rüberbringen. Es war wieder unfassbar anstrengend, unfassbar spannend und ich liebe einfach diese Renn-Action, diese geilen Competition-Rennen. Freunde, wenn euch das gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen da und ich muss euch das nicht erzählen, haut ein Abo raus. Aktiviert die Glocke für weitere Sim-Racing-Action, damit ihr nichts mehr verpasst und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Competition-Rennen, hoffentlich wieder mindestens genauso spannend. Haut rein, Freunde. Ciao. Ciao.